Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlauch.com. Heute geht es um das Thema Stecklinge bei Orchideen. Gibt es das wirklich? Wie geht man dabei vor? Worauf muss man achten, falls es das wirklich geben sollte? Ja, die Frage, ob es Stecklinge bei Orchideen gibt. Man weiß ja, bei normalen Pflanzen, da geht man einfach hin, schneidet einen Ast ab, setzt ihn in Erde und dann wird er bewurzeln und innerhalb kürzester Zeit schaut er aus wie die ursprüngliche Pflanze, wo man den Ast abgeschnitten hat. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben mit ein bisschen viel Fantasie, aber so in etwa stellt man sich das ja vor. Geht das auch bei Orchideen? Und wenn ja, mit welchen Orchideen geht das? Diese Frage stellen sich bestimmt einige, die zu Hause eine Orchidee pflegen. Die meisten, die zu Hause eine Orchidee pflegen, werden so eine Orchidee haben. Eine ganz normale Phalaenopsis, eine Multihybride, die in Massen produziert wird. Und die wird mit Sicherheit in den Gewächshäusern nicht aus Stecklingen produziert, beziehungsweise in gewisser Weise nicht aus Stecklingen produziert, denn die kommt dann aus dem In-vitro-Labor, wo sie dann auf Nährmedien herangezogen wird und dann in Massen ausgepflanzt wird. Das heißt, entweder es ist eine Aussaat über Samen oder wenn man jetzt eine Milliarde von diesen weißen, exakt gleichen ausschauenden Orchideen haben möchte, dann wird das über Zellkulturen passieren. Sprich, man nimmt dann eine Zellkultur aus einem Bereich der Orchidee, der am leichtesten ist zum Zellkulturen machen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man das machen kann. Überall, wo aktives Wachstum vorhanden ist, kann man eine Zellkultur nehmen. Diese Zellen werden dann mit Hormonen behandelt, sodass sie dann entsprechend in Richtung Sprosswachstum oder dann in Richtung Wurzelwachstum tendieren. Man kann Zellen aus allem entnehmen, wo aktives Wachstum ist. Das ist zum Beispiel beim Blütentrieb an der Spitze, da erkennt man immer, das schaut dann schon aus wie kleine Blättchen oder vielleicht wie ein Ansatz von neuen Knospen. Da ist auf jeden Fall aktives Wachstum drin. Das gleiche gilt, wenn man eine gesunde Wurzel hat. Da kann man dann aus der grünen Spitze, da sind auch aktive Zellen. Man würde es bei uns als Stammzelle bezeichnen. Da sind dann auf jeden Fall, sag ich mal, aktive Zellen vorhanden. Oder wenn man hier das Hüllblatt am Blütentrieb wegnimmt beim Nodium, da drunter ist eine ruhende Knospe, die könnte man natürlich dann auch für solche Späßchen nutzen. Und dann natürlich noch im Herz der Orchidee, da ist immer aktives Wachstum. Ihr seht das daran, wenn wie hier jetzt ein neues Blatt hervorkommt. Das spricht natürlich dafür, dass da auch aktives Wachstum ist. Das ist jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Da bin ich ein bisschen abgeschwiffen vom eigentlichen Thema und deswegen gehe ich wieder zurück. Es ist bei Phalaenopsis möglich, einen Steckling zu machen. Also für alle, die jetzt denken, dass das nicht ist, es ist möglich. Ich erkläre euch das dann anhand dieser Pflanze, weil hier ist das etwas schwierig zu erkennen. Man kann es auch durchaus an einer Vanille-Orchidee erkennen. Hier haben wir so ein Exemplar. Man sieht hier an jedem Nodium, wo ein Blatt links mal rechts, mal links mal rechts wächst, kommt immer eine Wurzel heraus. Und genau da kann man dann sagen, okay, ich mache Schnipp, dann habe ich einen Kopfsteckling, den stecke ich dann in Erde. Voraussetzung ist es muss nicht Voraussetzung sein, weil da können immer Wurzeln herauskommen in den Nodien. Aber es ist ideal, wenn da schon eine Wurzel vorhanden ist. Und dann, wenn man etwas geduldig ist, wird aus dieser Pflanze noch eine Pflanze oder noch eine Pflanze. Also die Länge des Stecklings am besten ist zwei Nodien, das untere Blatt raus, wo die Wurzel dran ist, den Knoten in die Erde reinstecken und dann normalerweise klappt das. Nach einiger Zeit wächst dann ein neuer Trieb und dann kann die Pflanze sich zu einer neuen Pflanze entwickeln. Und man bekommt dann aus einer Pflanze eine Milliarde gleiche Pflanzen. Das heißt, im Prinzip ist die eine Pflanze immer noch da, nur sie ist multipliziert worden und hundertfach vorhanden. Ja, zum Thema Stecklinge.
Bevor ich zu dieser Pflanze komme und euch sage, wie Stecklinge bei Orchideen funktionieren, komme ich doch einfach zu einer anderen Pflanze. Beziehungsweise, was heißt zu einer anderen Pflanze, zu einer anderen Orchidee? Wir haben ja zwei Wuchstypen bei Orchideen. Das ist monopodial und sympodial. Bei zum Beispiel Laeen oder allen Orchideen, die diese Bulben ausbilden, haben wir sympodiales Wachstum. Das heißt, ein Eintrieb, Eintrieb, Eintrieb. Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier bei diesem Teilstück. Man sieht das, man hat einen Trieb, noch einen Trieb und noch einen Trieb. Und das sind dann, wenn man es genau nimmt, eigentlich keine Stecklinge im eigentlichen Sinne. Weil, wenn wir nochmal das Beispiel von der Pflanze nehmen, abschneiden, in die Erde stecken, Wurzelwachstum, neue Pflanze, das ist ein Steckling. Das ist ein, nennen wir es, wie es gängig ist, ein Teilstück. Man nimmt ein Stück ab, da werden dann auf jeden Fall auch Wurzeln wachsen. Es ist aber im Prinzip schon eine fertige Pflanze. Beim Steckling ist das nicht, der muss ja erstmal bewurzeln. Und es ist ein normales Wuchsverhältnis, dass hier sowieso wieder ein Neutrieb kommt, der Wurzeln bildet, nochmal ein Neutrieb, während bei den alten Bulben in der Regel die Wurzeln absterben. Von daher kann man sagen, es ist nicht das klassische Stecklingswachstum, wie man es kennt. Man kennt bei den Pflanzen einfach, dass man hergeht und man macht Schnipp und setzt das in die Erde. Kann funktionieren, wird aber in der Regel nicht funktionieren. Also wenn ihr Dendrobium habt, dann wird da auch ein Seitentrieb wachsen, der dann Wurzeln bildet. Und das hat dann wieder auch nichts mit Steckling zu tun, weil Steckling ist immer noch ein und derselbe Ast. Das ist allerdings bei allem, was monopodial wächst, der Fall, dass man da einfach Kopfstecklinge machen kann. Und wenn ihr euch diese Pflanze anschaut, dann erklärt sich das auch schon, warum das so ist. Ich werde in diesem Video aus dieser Pflanze jetzt keinen Kopfsteckling machen, weil ich möchte, dass die Pflanze weiter wächst und größer wird. Aber selbst, also ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst diese Pflanze mal aus einem Kopfsteckling entstanden ist. Und um einen Kopfsteckling zu machen aus einer monopodialen Pflanze, also aus einer, die einen Mitteltrieb hat, ist das relativ einfach. Man geht mit einer Schere her und schneidet im Idealfall den Kopf da ab, wo schon Wurzeln oberhalb vorhanden sind. Also hier habe ich ja 1, 2 Wurzeln, hier hätte ich sogar eine dritte. Das heißt, ich könnte hier unten abschneiden. Dann muss die ganze Stelle unten erstmal ein bisschen abtrocknen im Idealfall. Oder man nimmt Kohlepulver, damit das desinfiziert wird und auch gleich praktisch direkt abtrocknet, mehr oder weniger. Und dann setzt man den Kopfsteckling mit den schon vorhandenen Wurzeln ins Substrat hinein. Und früher oder später wird er dann immer mehr Wurzeln ausbilden. Und genau hier wäre es dann im Prinzip schon ein Steckling. Das gleiche kann man, wie gesagt, bei Phalaenopsis machen. Ihr seht das hier bei dieser Hybride. Hier wachsen ja oberhalb schon immer wieder neue Wurzeln. Das ist das, was man als Luftwurzel bezeichnet. Man könnte jetzt theoretisch hier abschneiden, den oberen Teil einpflanzen. Und der untere Teil würde dann im Normalfall oder im Idealfall einfach jetzt kein neues mittleres Blatt austreiben, das nicht, sondern er kann durchaus Seitentriebe ausbilden und daraus dann, sage ich mal, eine neue Pflanze generieren. Das ist möglich. Das gleiche wird hier auch passieren. Das heißt, wenn man jetzt hier oben abschneidet, ich habe es in den anderen Videos auch schon gehabt, den Begriff Apikaldominanz. Das heißt, die obere Triebknospe ist die, die alles vorgibt. Das heißt, die steuert hormonell die unteren oder unterdrückt die unteren, die sagt, ich bin hier aktiv, ihr habt da unten nichts zu melden, also wachse ich weiter nach oben. Wenn man die jetzt hier rausnimmt, hat die natürlich keinerlei hormonelle Macht mehr über die unteren ruhenden Augen. Das heißt, hier wird dann seitlich links und rechts ein Trieb herauswachsen und die Pflanze wird dann einfach weiter wachsen. Die macht dann hier einen kleinen Knick, je nachdem, wo es rauswächst und wird dann nach oben wachsen. Ja, also bei sympodial wachsenden Orchideen, Epidendron, Dendrobium, Cattleya, Odontoglossum, sind das alles keine Stecklinge, sondern Teilstücke, die ohnehin durch das natürliche Wachstum, dass da immer ein neuer Trieb wächst, wo dann auch wieder neue Wurzeln kommen. Das ist ein normaler Prozess, das heißt, ich mache einen Teil ab und setze dann ein.
würde die Pflanze genauso weiter wachsen wie ursprünglich, nur dass man halt letztendlich zwei Pflanzen hat. Bei einer monopodial wachsenden Orchidee ist das anders. Da kann ich einen Kopfsteckling abmachen und dann kann die Pflanze weiter wachsen. Da ist es im Prinzip wirklich so, dass es im Sinne eines Stecklings ist. Man könnte das hier abschneiden, die Blätter rausbrechen, die Stellen unten ein bisschen abtrocknen lassen und dann einpflanzen. Früher oder später würden Wurzeln wachsen und dann hat man mehr oder weniger seinen Steckling. Nur da ist es möglich. Bei allen anderen ist das leider nicht so möglich. Es gibt Videos auf YouTube, da wird es behauptet, da ist es aber nicht so. Stimmt also nicht. Wenn ihr Fragen habt zur vegetativen Vermehrung bei Orchideen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. In einem der nächsten Videos wird es um die generative Vermehrung gehen, beziehungsweise Bestäubung, Bienchen und Blümchen, nur so als Stichwort. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao und tschüss.